Okay, herzlich willkommen wieder zurück hier am Gamescom, ich kann schon nicht mehr reden, am Rocket Beans Spann auf der Gamescom, am Expert Booth an der Play Area. Bei uns zu Gast wieder Andre. You were here yesterday. I was here yesterday. And served us with helpful information about Drop Zone, the game we're going to play right now. And this is Simon, one of our best players. All right. He knows every RTS by heart. He's a StarCraft pro gamer. I think I'm going to play blind today. Okay. To give you guys a chance, you know. Because yes. I know your game from heart. He knows everything. Plan. So basically, if you have questions about Drop Zone, you can ask Simon. Okay. Und wir haben Gregor, ich weiß nicht. Hallo. Gregor wird wieder als erstes spielen und damit sage ich mal den. Das Niveau festlegen. Ja, du brauchst Mike an mir nicht ranhalten. Ich habe es ja schon gespielt, ich habe brilliert, finde ich. Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten alles getan und werde darüber hinaus wachsen. Simon, mach dir keine Sorgen, wir werden 2-0 führen. Ja? Wie wir trainiert haben. Wie wir trainiert haben. Selbsteinschätzung, ein großer Skill von Gregor. Okay, I would say. Is there anything Gregor needs to know? Do you plan the same tactics that we did yesterday, or do you have something special, another loadout or something? Well, Gregor, I think you said you played before, so we'll see what loadout you roll with, and I'll try and, based on what you pick out, I'll try and offer some help if you need it. Okay. So let's see. All right, I'll let you guys. Okay, so I think I'm gonna take Warhead. So starting off with Warhead again. Yeah. I like his hairstyle. Yeah. So let's see. Go with Fury. And I'm gonna take, of course, Cortex. Okay. It's my favorite kind of brain. Yep. Gotta have a brain in the jar. Yeah. Yeah, see, my opponent is already struggling a bit with his not-so-good selection right. here. Okay, starting off with pretty much the same loadout as yesterday. We've got... On my way. So again, it's really important to think in this game that positioning and moving around your units is really important to victory here. So you're gonna want to try and start farming early. Get those It's already going. The tower's up. Yeah. Yep. So now you have vision over an area of the map. Those little eyes are your vision towers. So here you have a hive. You can take this out, and as you destroy this, you get experience. You'll also get cores, which you can then uplink for points. And that's the main way to score points in the game. Yeah. I see the experience. Yep. Coming up here. Okay. Great. Make me a target. All right. Okay, and once again, I'm gonna go into the lead. So I always suggest that as you upload with one of your rigs, you can keep the other two sort of as bodyguards, you can move them around, you can use them to steal the enemy's vision tower and harass them a little bit. But if you move off with that unit, you're gonna break your uplink. I forgot that she's got it. So. There you go, okay. So now sending Cortex out. Careful, because he's gonna try and rocket you here. You got your point. Oh no. So you're no, in no, the no. lead here. I almost had them. I'd run away. Okay, yes, I probably. That's the strategy. Yeah. I just want to. It's a tactical retreat. Yeah, yeah. Because that's actually what I wanted to do. Mm-hmm.
because now they think they're secure. Yeah. And now your rigs are going to come back and they'll be fresh. They'll have their cooldowns down. They'll have full health. After I get my tower back. All right, so I'd be very careful because he's going to try and... He just stole one of your vision towers. He's going to try and steal this vision tower up there so he gets total vision. Once he gets total vision, he could win an extra 2 points. Okay. Back for another two. He gets a piece. All right, so you blocked him on the total vision. So it should be good to get another vision tower up there. Yep. Yeah. I would send just one of your rigs over there. Maybe send Cortex by himself over there. And then use your one and two, Warhead and Fury, your tank and your gunner, to go up top here in the hive. And that way you can farm some experience, get another core. Okay. All right. It's also important to know that the big worm, the hive queen herself, she never attacks you directly. So you can always kind of leave her a little bit, focus on the smaller ones. Okay. And take her out. She's going to give you some good experience. Take that core, run it back. Up. And now you can see them since you have that vision tower here. They're going for the... Yeah. The center, north center hive right there. Wow. I want to go. Might be able to sneak in behind him, get a point in there with Cortex, and then send Fury and Warhead to kind of block that area, that choke point. Oh, no. Yeah. They ran away. They did run away. Well, they took out that hive. They're probably going to swing back around, and there they are. So pull Cortex off, but I don't think they know where you are yet. So you might be able to swing around and hit them. They'll see you once you come in range of their vision tower, so now they know where you are. Okay, but it's enough to be in range of the vision tower, yeah? I'm going to destroy them. Run and steal that core if you can. You might have to back off, though. Oh, okay. All right, now you're gonna have to run out. No, you dropped it again. I'm almost done. You're hobbling away. Almost. But I already have 2 points. You have 2 points. Yeah. You still got 10 minutes left. That's a lot of time. And that's a lot of points I already have. Yep. So, now I'll be able to get. Andrew, how's he holding up? How's my what? How's he holding? He's up. He's doing all right. So right now he shouldn't be too worried because it might seem like 6-2, but he still has two of the secondary objectives. So that's 2 points, 4 points for a total of 6 points up on the board still remaining. He's got just under 10 minutes left. He can do a lot of things from now. If you go ahead and start farming and hitting these other hives that you haven't yet, you can start upgrading your rigs, getting some of that good experience, getting some of those extra latent abilities. So there's a lot he can still do in this match. It's definitely definitely still close. He improved a lot since the last time I saw him play. I mean, it was not that hard, but... I have to start somewhere. Yeah. Concentrate. Okay, so now you got your combos up, basically. Now you can go in. I would focus him down if you can, because he's already level 5, so he's been farming a lot. And he's going to have his orbital strike. He's going to be their main damage dealer. So you want to try and take out their damage dealer as quickly as possible. Okay. This is Warhead. All right, so you can leap in on him. Okay. Back off a little bit. Maybe back, not. Yep. Maybe back not. Back off a little bit here. Maybe not. Oh, run back to your base as quick as you can. Yeah. That's orbital strike. Oh, no. Oh, no. But yeah, well. Yeah. Okay, I would say ignore them for right now. Just go farm. Go up top. So, probably better... Up top over here with your two rigs. Oh, okay. Yep. Yeah. Sometimes you got to know when to pull off the fights. It's payback time.
All right, I'm going up top. How much? Yeah. How can the resistance be of service? Here I go. Ready. Good idea, taking back that vision tower. Always yeah. ready. So... You can use her Q ability to chain lightning. Try and focus the big guys down, okay. The alphas. They're the strongest boss unit. You might want to send your tank up there. Maybe pull Fury out of there a little bit. She's getting a little hurt. I kinda got eaten, but it's okay. It's okay. I killed most of them. You got two cores. You've got yeah, two cores. I killed most of them. Watch out for that alpha again. That was a good jump. Andre, yeah. Could you beat Dennis? I don't think I can beat Dennis. Damn. But I've never played him before, so... So there's a slight chance? It's like a 0.01% chance, but I'll give I it take a- that. It's a chance. It's still a chance. I mean, maybe it's like Han Solo, you know? Never tell him exactly. The odds. Exactly. Great. Make me a target, why don't you? Yeah. Let's do some cool. Yeah. Roger. Watch my back. Great. Simon. Thank you. Du guckst sehr konzentriert und gespannt zu. Wie ist dein Eindruck? Wie wirst du gleich auftreten hier? Ich finde es super spannend, dazu zu gucken. Mein Auftreten wird sein, dass ich, glaube ich, mehr in den Kampf gehe. Der Gregor zieht sich ja immer sehr schnell zurück oder zieht erst mit dem Damage-Dealer aus und zieht dann die anderen nach. Ich glaube, ich würde eher mit allen direkt auf einen draufgehen. I was in my base, it wasn't fair. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, irgendwie eine Taktik auszuwählen, die total frontal ist. Gerade am Anfang, wenn alle auf einem Level sind. Aber was weiß ich schon? Ich habe 2 Punkte. Das ist eine 2. Du hast 2 Punkte, sehr gut. Sehr gut. Der Gegner hat 11, ist sehr gut von dir. 12. Also das meine ich, die treiben den Gregor ja gerade ganz schön rum. Aber das sieht echt sehr spannend aus. Also ich hatte aber gedacht, dass jeder einen spielt. Also dass man 3 gegen 3 spielt sozusagen. Ja, das, irgendwie gibt's noch keinen Multiplayer-Modus, aber es wird kommen. Andrew, you told us that there is not a multiplayer where you can play with 2 versus 2 or 3 versus 3, but it will be, it will come out. There will be 2v2. You'll be able to play 2 people versus another 2 people. You'll also be able to play 2 people versus 2 AI. And then if you play with 2 people, you have 6 units, or do you share the 3 units? No, you will be playing 6 units. All right, okay. Yes. Because you could also make a mode where you specialize, like a team of 3 players, and everyone plays 1 unit of the 3. Would be cool as well. Yeah, like I would be the damage dealer, you would be, I don't know. Support, like in real life. Support, and he would be the janitor. The janitor unit, cleaning up after. I have 2 points. Engaging. Attacking. It's painful. All right, so that level 3 hive dropped 3 cores. Yeah. Yeah, ich weiß. Every rig holds 1 core. Looks rather empty. So I'm probably gonna be now up to 5. Oh, yeah. I'm feeling it. I wouldn't group up your rigs too close. Oh, so... The only reason I say that is because he has Bombard Array, which is his rockets. So if he knows you're uploading from a certain point, he can drop rockets on you. So, yeah, now I gotta go. Up. Nice, you moved out of its range. Sehr gut, Gregor. This is how we do it. Good dodge. Very good dodge. Yeah. Okay, Angriff. Auf den Kleinen, auf den Kleinen. Okay, jetzt wieder weggehen. All right, so you can see his gunner is at the back line there. Ich laufe hier schon. Scouting location.
That was my tactic. I have four. You do have four? Yeah. It's pretty good. Isn't this wonderful? Yeah, he moved his gunner into the back line and used his mechanic and his tank as a shield. Das sieht wirklich schon viel besser aus, was Gregor macht. Als hast du dir das Spiel irgendwie besorgt und gespielt seit gestern? Das Einzige, was ich mir besorgt habe, ist Talent. Das schlummert in mir, das muss noch rausgepresst werden. Durch Niederlage und Tränen. Es ist bitte nicht zu hart. Okay. So, how much? Talent muss rausgepresst werden. Das lassen wir lieber. So, komm. So, I would say put your tank genau richtig in front. Die Aufstellung, den Tank hinter den Damage Dealer. Das passt schon. Take out those two big guys first. Tankschule. There you go. Ihr geht alle in Front dieser unverwundbaren Mauer. Gut, Gregor. Ja, komm. Roger. Going in. Noch eine Minute. Die Matches gehen immer ganz schön lang, habe ich das Gefühl. Also ich meine, bei StarCraft oder so käme schon längst das GG, oder? Ja, ich denke auch, bei StarCraft wäre das vor allem gegen Gregor. Ich kann das noch gewinnen. Nein, Gregor, du drehst das noch. Aber es ist halt eher ein Sportspiel. Also in diesem ganzen Regelwerk mit den Bällen und so. Und da braucht man schon ein bisschen Zeit. Man kann theoretisch noch alles rausholen. Also Gregor nicht, aber jemand versiert, das könnte das. Sobald man irgendwann nicht mehr geupgradet hat oder nicht hinterherkommt mit den Upgrades, ist es wahrscheinlich vorbei. So wie in StarCraft auch. Das Geile ist, du kannst halt die Loadouts selber, also du kannst die Skills quasi selber bestimmen und es gibt halt irgendwie Level 1, Level 2, Level 3 Skills, die du halt dann erst kriegst, wenn du ein gewisses Level hast. Aber du könntest jetzt zum Beispiel auch lauter Level 1 Skills oder lauter Level 3 Skills nehmen, dann bist du halt am Anfang eher schwach, aber bist halt später voll der Badass. Also da kommen echt sehr viele taktische Momente dazu. Es ist echt, man muss sich da richtig reinfuchsen. Aber es ist ja eigentlich auch ein E-Sports-Titel. Andre, yep. This Dropzone is basically aimed at E-Sports players, right? It's definitely a competitive game. Yeah. But we feel that, you know, we're going to have skills-based matchmaking in the game. So even if you're not like a super pro competitive player, we still want you to be able to play the game and have a good time. Yeah, but in terms of complexity, there's all the stuff where you say, okay, you have to put hours into it to be one of the best, to know everything, to know all the tricks, to know all the tactics. Yeah, to be the best, you know, it's definitely going to take some time. But if you're just jumping in and you just want to play and you're not really thinking about being like a super competitive person, yeah, you can go in, you can have fun building up these giant robots, our rigs, customizing them, having your own play style and just having a good time. So it's all easy to learn, hard to master? Definitely, yeah. Definitely. All right. Yeah. Gregor, wie viel hast du gemacht? Man sieht's hier. Und hör auf, dich dabei an die Brust zu fassen. An meine Brust, meinst du? Ja, keine Brust, bitte. Nein, ich finde, da ist die Kamera übrigens. Ja. Gerade war die hier geschaltet. Achso, da ist auch eine. Ja, sehe ich jetzt erst. Okay, dann so, guck dir eine. Ja, toll. Nee, mach die bitte hin. Okay, jetzt ist sie auf der Decke. Ist jetzt egal. So. Da. Also, ich finde, ich habe mich schon enorm gesteigert. Auch was die Höhe der Punktzahl angeht, mit der ich verloren habe. Und ich finde, das ist auch ein Fortschritt. Aber ich habe mich wesentlich besser dabei bewegt. Ja? Die Intention, sie war ja da. Die Absicht zu gewinnen. Und das ist für mich eigentlich genau gleichzusetzen mit einem Sieg. Ich habe gewonnen. Die Absicht zu gewinnen. Okay. Ja, der Wille. Das sage ich das nächste Mal meiner Frau, die Absicht zu kochen. Die war da und das ist für mich eigentlich das Gleiche wie kochen. Ich wollte den Müll runterbringen. Ich wollte dir zum Geburtstag was schenken, aber dann habe ich mich entschieden, Videospiele zu spielen. Wann hast du nochmal Geburtstag? Ja, ja genau. Alright, das war Gregor. Jetzt bin ich dran. Ich gebe das Mikrofon an Simon. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass ich jetzt dran bin. Okay. Ah, Gregor. Du darfst noch ordentlich noch mal zuschauen. Also du hast jetzt Profi zugeschaut. Jetzt schaust du hier zu. You play first, ich, like the first 5 minutes to give me a heads up. Okay. But we don't tell them. Okay. Ich hab mit Andre gestern ausgemacht, dass er für mich spielt am Anfang, um uns einen kleinen Headstart zu geben. Ich wäre dabei, ja. Also wir sind uns schon einig, dass das Cheaten ist.
aber es ist Cheaten für eine gute Sache. Kriegen die das denn gar nicht mit? Haben die nicht, sehen die nicht unser Bild? They will never notice anything. Do they watch what we're doing? I don't think so. Okay. I think we'll be alright. They will get it by your gameplay. Not too early. Okay. I think if we play a little bit early, you know, maybe I can like softball it a little bit. I'm in for just, that. Okay, let's score that. Like 10 to 15 times and then you can give it to me. That's going to be way too much in the first couple minutes. Okay, let's just... Okay, let's start. Let's try this. Okay, we have a little statistic here. Yeah, so you can... So this is another good thing, too. You can always see the whole timeline of the match, figure out what you were doing, what your opponent was doing, and you can go back and look at that and see, like, oh, what can I do better next time? Six death. So we try to give the players a lot of ways that they can figure out how to be better at the game. What should Gregor have done better? I mean, it looks like he kind of flatlined there. So a lot of it, again, early farming in the beginning. Early farming okay. In the beginning, you have to get those levels. You can see right here where the enemy was already at level 5 for recon. So he already had recon's ultimate. He had recon's most powerful ability early in the match. And Gregor's upgrades are way far off on the right. And you can see, we didn't get to level 5 until way over here towards the end of the match. And he died a lot of more times. Yeah. So every skull is a death. Yes. All right. Gregor, ich übersetze es gerne mal. So if you kill an enemy unit, does it give you extra experience points? No. You don't get experience and you don't get points for it. All right. The only thing it does is it keeps them off the map for a little bit of time. Gregor, was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Hier haben wir schwarz auf weiß, wie du gespielt hast. Was sagen Sie dazu? Du meinst blau und rot auf braun. Erstmal, das möchte ich sicherstellen. Ich finde dadurch, wie diese Grafik dargestellt wird, I think I might make some adjustments to your build real quick. Das heißt, es sieht nach weniger aus und das reicht mir. Vor allem deine Absicht zu gewinnen wird ja klar, auch in dieser Statistik. Ja, bis zum Ende und noch viel mehr. Naja, viel mehr würde ich jetzt nicht sagen, aber bis zum Ende hast du gespielt. Also das kann dir keiner mehr nehmen. Können wir alle mal... Nein, der Applaus ist viel zu schnell. Könnt ihr den mal langsamer machen, als wäre es unangenehm. Ja, das ist genau die richtige... Mehr hast du nicht verdient, Gregor. Guck mal zu jetzt, wie die Chefs das machen. Aber ich muss ja auch gleich nochmal ran, Gregor. Also ich habe auch, es wird genauso werden. Andre macht gerade hier für mich gerade ein paar Loadouts. Das darfst du doch gar nicht sagen. Und dann gehe ich wieder ans Keyboard. Ah! Ich bekomme nur Loadouts und dann spiele ich gleich wieder. Das ist wie das reiche Kind, das den guten Scout-Rucksack bekommen hat. Und nicht wie ich den Lappen. Scout-Rucksack? Ich hatte... Coole Leute hatten keine Scout-Rucksack. Nein, coole Leute hatten Eastpack oder Jahn-Sport oder so. Rings are harmless. Ja, Eastpack. Natürlich hast du einen Scout-Rucksack. Bis du 16 warst. Mit diesem Gewichtmesser noch dran. Ja. Oh, ist im grünen Bereich, ist zu schwer. Lass ich das Erdkundebuch hier. Die kenne ich auch noch. Die gab's ja wirklich. Ja? Kann es ja auch gut hochgehoben in die Toilette gepackt werden. An dem Griff. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt wird hier vom André ordentlich was ausgerüstet. Ja, hier siehst du diese Skills mit den verschiedenen Leveln. Ja, ne? Jetzt meine Frage ist jetzt, ob André das so macht, dass er gleich gut spielt. Ja. Oder ob er das macht für dich. Das ist das Gleiche. Ja, aber du übernimmst ja im Late Game. Ja klar, aber wenn er gut ist, bin ich auch gut. Okay, du musst aber darauf aufbauen. Ja, okay. Yeah. Okay, you ready? Ready. Okay, let's challenge him. Und dann lass mich wieder ans Keyboard. Okay, nee, André, du musst jetzt wirklich weggehen. Der Etienne will spielen. Okay, ich bin jetzt am Keyboard. Take your time, because if you select too quickly, they know it's not me. I'll wait a little bit. Think oh, he's very undecisive. Yeah. Will he take this one, that one? All right, I think this one looks good. Yeah, that's all right. All right, that's good. That'll be all right. Okay. Well,
Wenn man cheatet, muss man es auch richtig machen. Should I take this one? Yeah. He might not know, because we took a very similar composition to how he did it. Oh. Very similar, but a little different. I don't know who you're up against, but I hope it's Take. Ready. I hope it's Dennis. Already splits them. Aber ich habe ja nicht viel anderes gemacht. Also bei mir hat es genauso angefangen, finde ich. Aber ich finde es sehr interessant, also abgesehen davon, dass es Cheaten ist und meiner Reputation hilft, finde ich es aber auch ganz gut, dass die Zuschauer mal sehen, wie dieses Spiel tatsächlich auch sein kann. Okay, er teilt hier also die Einheiten auf, ne? Ist schon auf Level 2 hier. Ja, und der andere ist auf Level 1, guck. Ja, 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 und er macht vor allem, er greift nicht weiter die Creeps an, sondern direkt den Gegner, was ihn natürlich super nervt. Guck, da geht er down, warum? Ja, der Warhead haut ab, nee, doch nicht. Ah, hätte er ihn killen können, glaube ich. Ja, da hat er ihm die Creeps geklaut. Ah, da hat einen Fehler gemacht. Und er hat ihn sogar noch die Creeps vorher anballern lassen. Guck, da kommt er immer wieder. Siehst du, wie die immer wieder zurückkommen, weil sie denken, der kann nichts? Ja, der will ihn locken, damit er nicht weiterkommt. Okay, es ist sogar richtig spannend, wenn zwei auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Das merken wir nach einer Minute schon. Da ist plötzlich alles anders. Es weht ein anderer Wind hier. Aber spätestens jetzt müsst ihr doch gemerkt haben, dass nicht jeder am Rechner ist, oder? Naja, auch, man kann sich auch mal verdrücken und... Warte, ich muss mich mal so hinstellen, dass das aussieht, als würde ich spielen. Na gut, die Ede würde nicht viel besser als der Bildschirm schon mal spielen. Ja, die haben die falsche Kamera gerade, aber egal. Sehr gut, hier wird geklärt. Wie diese DJs, ne? Die mit den nicht angeschlossenen Pulten dann mixen. Ich bin der David Guetta des E-Sports. Alles nur Image. Kommt aufs Image an. Oh, jetzt. Oh. Da wird jetzt aber mal ein bisschen ausgetragen. Guck, der Rote hat richtig Angst. Also ich würde ja mit dem Recon zum Beispiel mich gar nicht so weit nach vorne trauen. Aber er macht das schon. Er macht das schon. Ja, guck, er nimmt ihm richtig schön Damage. Aber er hat auch selber ein bisschen Damage genommen. Aber da hat er schon wieder die Kugel und wir führen schon 1-0. Du, Etienne, du führst 1-0. Ich führe 1-0. Ich habe auch 1-0 geführt. Ja, hast du gehört, der Gregor hat auch mal 1-0 geführt. Ja. Aber auch 2-0, so wie ich gerade? Ja. Da war es, glaube ich, schon 2-4 oder so. Na und? Die 2 stand. 2 stand und bleibt. Es ist schade, dass man in dem Spiel nicht chatten kann, sonst würde ich jetzt einfach den Chat-Part übernehmen. Wie schafft er das? So gut spielen und chatten. Ja, aber Rechtschreibung klappt trotzdem nicht. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass er eigentlich fast nie zu dritt rumläuft, ne? Also nie alle drei Einheiten auf einmal. Er teilt die gut auf. Er scheint auch zu wissen, wo die Gegner immer sich aufhalten, sodass er sich von den Tanks fernhält. Und durch die Visions sieht er hier auch immer die, auf der Karte, auf der Minimap, sieht er halt immer auch, wo die anderen sind. Guck mal, schneidet ihm direkt den Weg ab, ey. Auch ganz schön mutig, oder? Den oh, oh. Damage ah, den wird er verlieren. Ah, oh, no! Da hat's Ede verkackt. Da hat er seinen ersten. Das war sehr schlecht von mir. Aber vielleicht schnappt er sich dafür den Recon. Der kommt jetzt Hilfe. Oh, oh. Pull back, pull back, pull back. Oh, mein Gott! Yeah! Oh, ja, der Recon ist weg. Ja, das war ein guter Konter, aber da stellt sich der Tank im Weg. Aber kriegt er ihn? Kriegt er ihn? Ja, jetzt kriegt da er ihn. Da geht er down! Oh mein Gott, Dennis kotzt gerade so ab, wenn er spielt. Oh. Ja, ich sehe auch immer noch viele Parallelen zu meinem Spiel. Also ja, ich sehe sehr viele Parallelen zu deinem Spiel. Nein, bewegen sich, ohne es ist dieselbe Map. Ich habe die gleichen Tasten gedrückt. Nur nicht in dieser Reihen. Also, ja, ein bisschen anders war schon. Aber das unterscheidet auch einen guten Autor von einem, der nur Scheiße schreibt. Der drückt auch dieselben Tasten. Also grafisch war das auf einem Niveau, würde ich sagen. Ja, danke, danke. Man sieht auch, dass die Scores viel niedriger sind, wenn es ausgeglichen ist, logischerweise. Weil nicht einer die ganze Map beherrscht.
Und insofern... Oh, da wird jetzt wieder angegriffen. Richard kommt in die Mitte. Ja, er levelt halt auch einfach echt viel. Und man sieht, er hat seinen Recon direkt auf Level 4, während die anderen alle noch Level 1 sind. Also hat er wahrscheinlich irgend so ein Ultimate. Sehen wir da die 5, bei Level, was er bei Level 5 kriegt. Und dazu fehlen ihm jetzt noch 120 Erfahrungspunkte. Und was ganz interessant ist, ist, dass es einen gemeinschaftlichen Erfahrungspunkte-Konto gibt. Also nicht pro Hero, so wie man das von anderen Spielen kennt, sondern wenn einer oben Erfahrungspunkte sammelt, kannst du trotzdem deine Einheit unten aufleveln. Jetzt gleich hat er das Ultimate. Guck. Ja, jetzt geht er auf Level 5 bei Widget. Nee, nicht auf nicht Widget, den anderen da. Wie heißt er denn? Oh oh. Da, den Recon. Und wenn er jetzt die R-Taste drückt, also der Skill, jetzt hat er ihn gezündet. Das ja, okay. Und das wird den jetzt vermutlich ver. Ah, zack. Aber sehr knapp und mit dem anderen holt er ihn ab. Das war richtig nice. Ja, so macht man das. So macht man das. Ich finde, wir sind alle Teil dieses Spiels. Und jetzt sind alle drei tot. Er hat jetzt 20 Sekunden Zeit. So sah das also auf der anderen Seite aus eben beim Match gegen Gregor. Mann, es macht mir gerade so viel Spaß zu gewinnen, ey. Ich dachte, dieser Daniel ist so gut. Dennis meinst du? Dennis meinst, Entschuldigung. Aber vielleicht spielt Daniel tatsächlich. Vielleicht spielt der Daniel. Das kann sein, ja. Man weiß es nicht. Ja. Während wir bei uns hier den Cheatcode haben, spielt man denen eine Top-Pflanze. Meine Augen sind fixiert auf das, was da geschieht. Es ist spannend. Ich lasse ihn noch ein bisschen spielen. Ich würde mal sagen, wenn wir so mit 10 Punkten führen und nur noch 3 Minuten übrig sind, übernehme ich. Man will ja nichts anbrennen lassen. Ich wollte gerade sagen, warte lieber, bis es ganz sicher ist. Mit den letzten 10 Sekunden. Bam. Beide haben jetzt einen Spieler verloren, 8-2. Aber ich glaube, Rot wird gleich, also Take TV wird gleich punkten. Take TV, eher Miss Take TV. Ja, das wird nichts mehr. Da zeigt die Nede. Ja, aber von Take TV kommt einfach nichts mehr. Aber es kann auch sein, dass sie auf die Challenges gehen da unten. Du siehst Total Vision und Boss Player. Das heißt, wenn er beide Challenges schafft, kriegt er auch plus 6 Punkte, wäre zum Beispiel Ausgleich. So ein bisschen wie bei die Siedler von Katan, wenn du plötzlich die längste Straße hast. Ja. Und du denkst, du Fucker, du warst die ganze Zeit aus dem Spiel und jetzt hast du hier... Ja, ich habe auch schon mal gegen Nils gespielt. Ja. Das ist verdächtig, wenn die ganze Zeit nichts kommt, weißt du, er hat was auf der Hand. Oh, da kommt das Special, sehr gut gelandet. Hat aber nicht gereicht. Doch, doch, aber jetzt, ja, jetzt wird er gefinished. Ja. Gefinished. Doch nicht so, das ist doch, tut doch nur weh. Ja, ja, ja. Ja, aber er lässt sich auch nicht locken, also das war ganz gut gemacht auch gerade. Ja, er hat aufgegeben. Weil gesehen hat, das bringt guck mal, aber die sind schon zwei von den von Take TV sind schon arg angeknuspert. Ich denke, da ist Potenzial. Warhead ist auch schon fast down. Die müssen sich eigentlich zurückziehen. Aber er hat leider keine, keine Punkte bei sich. Ist denn, ich nehme mal an, einer von den dreien ist auch ein Heiler, oder? Ja, der Support kann heilen. Also es kommt natürlich auf das Loadout an. Es kommt darauf an, auf was du für Skills gegangen hast. Aber hier hat er mit der Support-Einheit hat er auch heilen. Ja, jetzt gerade gemacht. Ja. Aber es reicht gerade so, ne? Guck mal, wie fies die sind, wenn die mal aufgelevelt sind, die Gegner. Oh, ja, ja. Oh, jetzt wurde er von den Creeps vernichtet. Eaten by the Kabash.
Gregor, wie war es denn bei dir? Hast du deine Specials auch gut genutzt oder was hast du denn anders gemacht? Ja, ich habe meine Specials so gut ausgenutzt wie jetzt. Nice. Ich habe nämlich die Taktik dann gemacht, ich habe auf die Zahlen geguckt, bis sie wieder auf Null waren und dann habe ich die Taste gedrückt, die angezeigt wurde. Ah ja, das ähnliche Taktik habe ich auch vor. Weißt du, es ist auch ein guter Trick, die sind alle nämlich nebeneinander, man kann vielleicht sogar einen Finger benutzen, um alle gleichzeitig auszulösen. Oh, noch einer wird weg. Jetzt ist er alleine, aber was man eben sehr schön gesehen hat, als er gesehen hat, dass der Gegner nur noch wenig Energie hat, ist er nicht stehen geblieben und hat von da weitergeballert, sondern ist schon mal auf ihn zugefahren, weil er wusste, der wird gleich versuchen zu fliehen. Und dann war er immer noch in Reichweite und hat ihn eben auf der Flucht sozusagen abgeknallt. Oh, siehst du, jetzt haben sie Total Vision bekommen. 5-9. Ja. Das war genau das, weshalb wir zwei extra Punkte. Also es kann sein, dass wenn sie merken, okay, wir kommen nicht an die Drop Zone, dass sie dann zum Beispiel die Bosse machen. Hier gibt es 4 Punkte für Boss Layer, dazu musst du oben und unten diese beiden Totenköpfe auf der Minimap. Da sind so riesengroße Creeps. Wenn du die killst, kriegst du halt auch plus 4 Punkte. Kann halt sein, dass du die ganze Zeit hart am Hustlen bist und irgendwie da deine Dinger in die Dropzone wirst, während der andere einfach die Bosse killt. Das ist richtig spannend, weil jetzt beherrschen sie gerade die Dropzone es steht 7-9, ist also noch sehr knapp. Man muss ja auch ein paar Punkte bei TakeTV dann wieder sich vorstellen, dass sie noch draufkommen, sobald du das Steuer übernommen hast. Also, es könnte noch eng werden, wir können immer noch verlieren. Wir machen das gleich so. Die letzten drei. Am besten gar nicht mehr. Genau, ich spiele gar nicht, aber in den letzten 10 Sekunden stelle ich mich hin und du machst ein Foto. Oh ja, ein Beweisfoto. Weil ich gehe gleich rüber zu TakeTV, damit ich denen das zeigen kann. Kann man direkt twittern. Ede hat sie gerade alle abgezockt. Aber warte noch ist nicht sicher. Der Sieg ist noch nicht unser. Meiner. Ich bin bereit für das Foto. Ich habe ehrlich gedacht, es fühlt sich schäbiger an zu bescheißen, aber nee. Ist echt okay. I'm here. Ist echt okay. Oh, da kommt Punkt Nummer 11. Aber TakeTV wird vermutlich auch gleich kommen. Das ist auch interessant. Er lässt es auf jeden Fall den Tank machen, weil der natürlich einiges aushält. Während die anderen zwei... Die sind schon wieder los. Genau. Ich denke, das Spiel hat auf jeden Fall E-Sports-Potenzial. Also es muss natürlich noch mehr Maps geben und so ist die Frage, wie viele unterschiedliche Strategien und so weiter gibt es. Aber ich finde, es ist so eine ganz geile Mischung zwischen MOBA und StarCraft und Einsteigerfreundlichkeit und Komplexität. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da einen Nerv getroffen haben. Ja, ich finde, es ist auch ganz gut zuzugucken, weil man eben schnell die Regeln verstanden hat. Es ist sehr zentral mit der Mitte und den Bällen. Ja, es ist auf jeden Fall im Vergleich zu StarCraft, wo es tausende von Einheiten geht und so viel abgeht. Hier versteht man relativ schnell auch als Laie, was Sache ist. Da kommt der Level 5 Recon. Reporting. Okay, und damit holt er sich jetzt einen weiteren Ball. Damit wären wir dann bei 12. Oh, es kommen gleich 3, okay. Ja, mal gucken, ob er mit jedem einen nimmt, ja. Oh, die 3. 9-11. Voll beladen in die Richtung Mitte. Wichtig ist, dass er auf den Boss-Layer aufpasst. Do you have an eye on the bosses? That might be what he's going for. I'm not sure. Just saying, you know the game. I don't. Yeah. Aber er hat ja schon einen ziemlichen Vorsprung jetzt, wenn er die 3 auch noch verwandelt. Ah, siehst du? Okay, das zum Beispiel muss TakeTV eigentlich jetzt abwehren bei 1 Minute 30 Restzeit. Er kann sich eigentlich nicht zurückziehen, aber wir sehen jetzt da unten, jetzt gibt es gleich den 13. Punkt. Aber Recon verliert stark Energie. Recon fällt, jetzt sind sie nur noch 2-3. Das heißt, wir werden die Dropzone hier verlieren vermutlich. Und der Ball wird auch nicht mehr abgeliefert. Vom Bullshit. Ja, da hat sich Andre für meinen Geschmack ein bisschen zu spät aus dem Weg gemacht, aber vielleicht spinne ich auch. Andre, we talked about this. What are you doing, man? You have to be better, man. Don't ruin this for me. It's still okay. I don't think there's anything he can do in 51 seconds.
How many cores did he bring with him? And he cannot score four points in that short aber time. Aber da liegen jetzt auch noch zwei Bälle rum, also die. Ja, ja, die von den Gefrackten sozusagen. Die kannst du einsammeln und dann direkt reinwerfen. Ja, super. Oh oh. Ja. Es ist richtig spannend. 30 Sekunden. Wir führen mit 4 Punkten. Der ist ja mal einfach einen höheren Level, die anderen. Also das sind jetzt zwei ja nur, oder? Die okay. anderen haben schon die 4 Upgrade. Mal. Andres, should we switch? I need a picture. Okay. Schnell, schnell. So hat das mit Konrad Kuja auch angefangen, ne? Der beste Fotobeweis. Mach noch. Sensationelle Leistung, Ede. Gut, gut, gut. Ich schick's ihm schon mal per WhatsApp. All right, Henry. How was I? You were great. Phenomenal. I feel really good about myself right now. Yeah. Definitely put that one out on Twitter. Like, tag him in it. Let him know. I hope I played against a really good player. But it looked... We haven't seen so much of the game here on our booth of people really understanding the game. So it was really nice to see actually how it can look if you know what you're doing. Yeah, definitely. I mean, there's, like I said, there's always, you have to put a little time into it, figure it out. But once you get the mechanics, I think people grasp it pretty easily and they're like, okay, I know how I can play this. Thank you very much, Andre. We have a third match coming up. You have to coach Simon, okay. But I have to announce a little Gewinnspiel. A little Gewinnspiel, yeah. Es gibt nämlich einen sehr coolen Preis, und zwar einen Need for Speed Stuhl. Haben wir den da? Können wir den eigentlich zeigen? Ich weiß es gar genau, nicht. Der ist nochmal ein bisschen verschönert. Der ist verschönert. Der ist unterschrieben von Rocket Beans TV, von Take TV und von Hand of Blood. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie kann man dieses Prachtstück gewinnen? Ganz einfach. Ihr geht auf die Facebook-Seite von Take TV. Da ist ein Formular, ein Gewinnspielformular. Ihr seht es dann schon. Ganz groß. Da könnt ihr euch eintragen, abschicken und mit etwas Glück könnt ihr dann den Stuhl gewinnen. Ich weiß nicht, haben wir ihn da? Nee, haben wir nicht da. Okay, ja, alles klar. Es ist ein professioneller Gaming-Stuhl. Genau. Und man muss dann immer gucken, nicht zu verschwitzt in den Sitz reinsetzen, weil die Autogramme sind wertvoll. Genau, ja. Nur leise pupsen. So, jetzt kommen wir zum dritten Match. Simon kriegt noch ein paar Einweisungen in Sachen Dropzone. Ich brauche das ja nicht. Ich habe gerade gegen Pro-Gamer gewonnen. Hast du aber auch gut dann Taktiken jetzt mitgenommen oder einfach die Freude darüber, dass du mal ein Match gewinnst, ohne was zu tun, hat dich übermannt? Hast du auch Nein, ich hab sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Aber du weißt ja, wie es so ist. Nur weil man beim Tennis zuguckt, wie ein Aufschlag geht, kann man ihn noch nicht nachmachen. Es ist so die Absicht, also ich habe es jetzt auch verstanden, früh leveln, ja, damit ja man seine Skills schon aufgebaut hat. Immer wieder aufteilen. Genau, nur ich weiß noch nicht ganz genau, was ich wann aufteile. Ja. Ja. Oder ob ich den richtigen Skill gelevelt habe. So, ich gehe jetzt rüber zu Take TV und dann haue ich den auf die Fresse. Okay. Ich zeig das. Aber was ist, wenn es der Bildschirm schon angeht, dann kenne ich dein Passwort nicht. Kannst du es mal kurz sagen? Okay, wir müssen jetzt starten. Okay. Simon, nimm du das Headset. I can give you this mic. All right. Then, okay, you coached him a little bit. You gave him a little bit of support. Yep. Yeah, a little bit. Okay, ich gehe erst nach dem Spiel rüber. Nach dem Spiel gehe ich rüber. Okay. Dann. Ah, okay. Leg's mal hier hin. Okay, so, ich bin bereit und hab keine Ahnung. Let's start. Yeah, they get a little dizzy when you do that. Okay. Yeah, I've seen that. We start to invite them. Do I have to? Take TV one, so right click here. Click. And then challenge friend. Friend. They are not my friends. They're the enemy. I need to conquer them. Yeah. But, you know. Okay. Still not a friend. Okay. 1-4, Q word. Okay, I'm ready. Yeah. So these bonus points, are they random picked? Yes, they're
every match, three of them will appear at random. I'm sorry, but which one should I take? So Vice. That one? This okay. guy right here. Yeah. That this build up here, this one right here. Your next one is going to be Widget. She's down in the lower left-hand corner. And take this one right here. Okay. Yes. So as you can see, too, as you learn more about the game, you can build other loadouts. So if you see your enemy picking something or if it's a different map... you can switch? You can switch your loadouts and think, like, okay, like, I know who I'm playing. They always play this kind of thing. That's kind of why we switched up, because he's always playing the same thing. Although now he's playing something a little different. So... But because he's... So he can switch again, so he can fake load out you. No, once he's locked in, he's locked in. All right. Yeah, so your last one is Widget. Recon. This one up top. There you go. Okay. Maybe they're quite unsure because of your fight. So you have to be a little careful here. He took Black Hole Shell, which sucks in all the other attacks that you do and focuses on the tank. Okay. So I think he's going to do the same kind of rollout that he did before, though. Looks safe to me. Is there another map? There is another map. Why do we play always the same map? I think it's their strong map. I think when you do Challenge Friend right now, since we're still in beta, all right. When you do Challenge Friend, it always takes you to Juggernaut, which is the first map that we did. It's a very balanced map, very focused on competitive. The other map is called Mind the Gap, and it's a little different. You have two very distinct sides. You've got jump pads. You've got a lot of other things going on. Oh, I think we saw them at the first day of Gamescom. So put it in Widget first. Okay. All right, so now you have a heal. You have a heal early on. And then all the rest of them, anytime you get an upgrade, just automatically upgrade Recon. Okay. Vision hack complete. Moving in. Do I have to? Oh, yeah. So when is the game the game coming out finally? So we're going to be in open beta by the end of the year. All right. So open beta from then, there's like still some time, whoa. I have to leave, right? Here I go. You have to what? Should I? Yeah, it's gone now. Okay. But when I'm getting attacked, should I leave or should I stay? It depends on what you're getting attacked by. If you think you can, if you're uploading with your tank and he can survive it for 10 seconds, that's how long the upload takes. Okay, so it should take that chance. Yeah, yes. Okay. But if he comes in with like two or three guys. Which one? Recon. All Recon. Okay. Always all Recon. Come on. I got it. Why is he? Oh, okay. Ready. One step at a time. So the squad level is the accumulated levels of your units? Yes. So both are at 5. Okay, I'm getting ready for my first point here, guys. It's kind of the fastest point anyone has ever made. Whoa, be careful, that's not cool. Your body blocking. Wow. Okay, so what he used right there was palm rockets. He fires out a rocket and hooks your mech and pulls it back in. Or your rig, I should say. Why am I losing? I'm not a loser. Okay, now I have to leave. Ja, du hast auch einen von ihnen genommen. Yeah, I took one, but I lost two. Du hast auf jeden Fall auch einen von ihm gefragt. Oh, you can do that. Okay, now I have to wait. I should wait, right? Yep. Okay. Dann nehmen Sie deinen Vision Punkt. Watch out, because he's taking, he's gonna take taking your vision. My vision. Killy, I can't. Ready for I'm so alone. I'm here. If anything happens, it's on you. Sure. Roger. Okay, should I wait for my other guy? When your Vice spawns, which is right now, send him down here and have him attack that high. Whenever you're ready. Moving. So right now, you want to be farming really quickly. You're more concerned with farming in the early game than you are with getting points. Okay. Because you can always get points later in the game. Yeah, an ass. It'll pull you across gaps. It was totally uncalled for. Okay, so hit his Q ability. There you go. This is Recon. Okay. All right, so send Widget back up to help Recon over there. Yeah. And focus down this guy. If you can right-click on that big alpha unit, that's the one you want to take down.
Come on, oh, it's getting. Aber man sieht schon, dass Simon das Spiel, also StarCraft, schon mal gespielt hat. So you have your heels. Anhand der Art, wie er sich durch die Map navigiert. But you do want to be careful, so wherever your mouse cursor is. Allgemein auch, wie schnell er die Einheiten mal so beim Wegwischen mit der Maus auswählt. Ich habe mich hauptsächlich auf der Keyboard-Shortcuts beschränkt, aber so kannst du natürlich die Varianz wesentlich höher halten. Yeah. This is Recon. Upgrade. Upgrade, upgrade. Come on. Also vom Level her sind es ausgeglichen, beide Level 6. Und gleich geht der Simon in Führung. I hear you. Come on. Yeah. No. And it's done. Where should I go? No. Okay, oh, so it's done now, here. I would send them. Scheiße, der Simon gewinnt ohne cheaten. To heal up a little bit. Okay, yeah, you're right. I'm gonna do that. Okay, any tips for me? You're doing all right right now. Be careful of. He's gonna start trying to push in on your vision towers. I think we morally destroyed. Yeah, Take TV. They are very afraid. I destroyed them. Yeah. Just to clarify. Here goes nothing. Is that all? All right, so. Oh. Yeah, back up a little bit. Don't chase them because they're trying to lure you closer to their base so that they can chase you back down. I'm gonna get the warhead, right? I'm gonna get the warhead. I get it down. Yay! Steal his score. Steal his score. In recon. I got it. All right, head back to base. Okay. Running away with your point. La 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 la. Okay. Okay, so now send those two down to the bottom hive and go take that. Yeah, okay. Where is the Conan O'Brien Hüft? Not a bad idea. Simon, du bist ja gar nicht so schlecht. And then just be careful, because they're going to try and send the next one to that vision tower right there. So you might have to move your recon over. Upgrade, upgrade. So now you've got your rockets. If they try to take that vision tower, you can hit them from where you're standing. Oh, okay, that's very interesting. Good to know. What about the Alpha? Yeah, I should attack him first, right? The Alpha? Yes. Okay. Okay. Ah! I got this. No problem. All right, so go ahead and heal recon with widget. Yeah, go Z-Man. You can go through your base, get a little bit of healing. Okay. Come out and take that. Oh my God, they got a point. They got a fucking point. Simon lädt sich noch mal auf, bevor er zur Dropzone geht. Das ist sehr smart, glaube ich. Yeah, he told me to. Aber der Viewpoint hier. That tower first. I would use your tank to go upload. So. Being on the vision tower, it doesn't capture any faster the more units you have on it. It's always at the same speed. So you can think about that. Oh, you got pulled. All right, so now you can lay down a stun with widget's Q. All right, now you can switch to recon. And drop some rockets. Q. Yay. Oh, they took out your recon. Orders? Oh, no. All right, you're probably going to have to run from this one. Shit. Yeah, but... No? Okay, I got killed. Okay, I got it. Ah, yeah. Oh, damn it. I have to go back. We have to go back, Kate. That was shitty. So that was kind of shitty what you do. For me. Press, go to the back of your dropship and press D. All right, drop that core. Now run and go pick these. Run, go take this. Ah, and get them to my base? Yep. That's so you can very you can drop tactic. Them and like stockpile them for a while. That's awesome. But stand, I'm still stand, gonna stand do on that. That. Don't do it yet. Stand on the vision tower. Stand on the vision tower. No. Ah! I did everything wrong. Not everything, but quite a lot. Quite a lot. All right. Ready. Orders. Wait. They sent me back here. I'm on it. Go.
What should I do? Okay. Should I get like cores? Grab your cores. Cores for everyone. Cores for everyone. Okay, here's the Zeitpunkt jetzt, wo ihr. All right, now you can start going back and heading over there. Schlechter seid als der Gegner. Ja, Moment. Okay, 10 is hard. 10 is very hard for me right now. 10-4 schon. Was ist passiert? They killed me. But now I'm gonna get back at them. And now it's 10-5. Why can they only drop one after another? It doesn't make sense, let's face it. It's a big hole. It's a very complex machine. All right. I don't know how it works, but it's only one every time. All right, that's a good point. It only can handle one ball at a time. Okay, so use your recon's, his rockets. Ready. I am kind of blocked. Q. You have to die. Cool. I'm in a press Q. Okay. There you go. All right. Okay. Yeah. Okay. Yay! No! Shit! No. Damn you! I thought I had a chance. It turns out I'm not good enough. And now he's taking my... He's stealing your cores. He's stealing your cores. That hurts. So it's... I'm done, right? No, I'm kind of done. You still got... Boss Slayer is still a possibility. So you can get 4 points from that. If you can use your abilities to stun him out of capturing... I'll do better this time. And steal his cores, you still have a chance. Yeah, but shouldn't I go someplace else first, or... Okay, die letzte Chance, so wie ich das verstanden habe, ist jetzt, dass er Boss Slayer versucht. Yeah, okay. Maybe go for Boss Slayer. Well, that yeah, one? Yeah, down there. Okay, why not? Yeah, why not? So lead in with your tank a little bit here. And the way you're going to do this is you're going to lead in with your tank, you're going to start that pulverize, your Q ability. You're going to hit... That big brain bug right there, the boss, with a widget's Q ability, so you stun it a little bit. But I'm gonna have to go. Right? Yeah. So stun. Go ahead and use a widget's Q on this guy to stun him, and then use a recon's rockets and just drop them on him. Yeah. Get a little bit closer because your tanks aren't really, none of them are really hitting him yet. Oh, and you can use your E ability right now with. With widgets. Yay! So grab that. That's your times two damage. What is sure? Okay, now I could use some enemies. Watch it. Hit them hard. So widget still has her heal, so put your heal like right there. You have to be careful where you put your heal though, because it will heal enemies. Oh. Yes. So if he kills the other boss in the north, he gets 4 points? No, he'll have to get the other boss in the north, and then the boss in the south will respawn in a few minutes. But he killed him. He'll come back. Oh no. He's very tough. Very unfair. He'll come back, and then once he kills the boss in the south one more time, then he gets the 4 extra points. So he has to kill one twice? Yeah. Fuck it! Double kill. But why? Why? Someone needs to save me this time. He stunned you. Team wipe. I kind of feel like a loser now. So jetzt beginnen die langsamen 2 Minuten des Spiels. Die grauenvollen. Oh wow. He did say well played though. I don't care. GTFO. No, it's you right click up at the top on your portrait. There's a little cursing one at the bottom. That's the right there one. You go. That's like right all I'm gonna say ever in this game. Thank you.
Okay, yeah. Okay, GG. I'd say GG. Yeah, it's time for error, talking about errors. What did I make wrong? Well, where did I went wrong? So a lot of it was farming. You were doing well in the beginning. Yeah, I kind of got overwhelmed. It was just too much. Yeah. A lot of it. Oh, da will er so mal wissen, was? I would honestly say that you were pulling ahead in the beginning and you were doing very well. The difficulty was using your rig's abilities, each of their separate abilities. So there were times when you could have used Widget's stun to like stun them and then drop some rockets on them. I was just spamming. I was spamming all my perks. Yeah, I felt that. I'm here. It's okay. Don't feel bad. Like when I first started, even when I first. Started working on the game. All I did was have just my gunner was the only guy who could do anything, and the other two I just sort of left them, like, and hit one button to control them, and the other guy walked around. I got used to controlling like one guy, used to controlling two, and then finally three. Yeah, but it's very fun. I'm doing it the same in StarCraft. Yeah, let's do it again. I already know three units of one race. Yeah. All right, so, guys, that's great. It. Ich gehe rüber zu TechTV, ich nehme nochmal dein Handy für den Beweis. I'm gonna open it for you, because you totally forgot the code. Here. Have fun. Und von TechTV kommt jetzt noch einer hier hin, ne? Okay. So, dann warten wir jetzt mal auf die Kollegen von TechTV. Gregor, hast du mal gesehen, wie das geht, ne? Ja. Also, du hast zumindest mit ein bisschen weniger Punkten verloren als ich. Ja, aber ich habe tatsächlich auch, wurde ja auch gesagt, ein bisschen StarCraft... Erfahrung, was nicht in Skill umzurechnen ist, aber man versteht, wie die Map funktioniert. Also, genau, aber schon ein bisschen in Skill schon. Also ich habe auch mal darauf geachtet, du hast natürlich deine ganzen die nicht nur die Shortcuts benutzt auf der Tastatur, sondern auch dieses schnelle Wischen mit der Maus und dann die Einheiten ausgewählt. Das muss man bei solchen schnellen Echtzeitstrategiespielen echt auch zusätzlich drauf haben. Aber ich habe auch gesehen, gerade, das hast du jetzt nicht gesehen, aber wo ich die Perks benutzt habe und alles, da habe ich mich ständig verdrückt. Ich habe ständig den Gegner geheilt. Also ich habe eine Menge Sachen auch falsch gemacht, die mich jetzt ärgern. Ja, aber es ist dein erstes Match. Ja, schau mal, wie knapp das teilweise war. Ja, hier, also bis sehr schön. War es dann auch vorbei. Das gefällt mir an der Kurve. Du bist ja auch mal vorbeigezogen, wieder daran dran. Und nur am Ende, dann hat er seine Ressourcen eben besser verteilt. Ja, hier war dann der Punkt, glaube ich, wo sie mich erledigt hatten. Hier habe ich alle verloren. Genau, im Moment war ich rot oder blau? Ich war blau. Du warst blau. Hier habe ich, hab ich die Großen verloren, alle auf einmal. Es war Team Wipe. Hier auch wieder und da war es dann auch vorbei. Genau, schau dir das auch Level an. Die Upgrades war relativ. Genau, die waren nicht allzu weit voneinander weg. Also du hattest auch, oder zumindest hast du den Gegner so lange beschäftigt, dass er die Upgrades nicht so schnell durchführen konnte, wie normalerweise angedacht wäre. Ja, wenn ich das so sehe, wundere ich mich, dass ich nicht gewonnen habe. War doch also alles gut. Die Statistik spiegelt nicht das Ergebnis wieder. Hallöchen, Moment, hier ist dein Mikrofon. Bitte schön. Ja. So, hallo, grüß euch. Hast du das gerade gesehen? War das nicht auch ein bisschen wegweisende E-Sport-Geschichte, die hier gerade passiert ist? Der Underdog hat sich aus dem Haufen Scheiße, unter dem er steckte, rausgewühlt und dann habt ihr ihn wieder reingedrückt. Ja, ihr habt ein Match tatsächlich gewonnen, aber ich habe schon gehört, ihr habt ein bisschen gecheatet. Was wohl? Wir haben Beweisbilder. Moment, ja, niemand, der hier anwesend ist. Siehst du? Genau aus dem Grund habe ich gesagt, lass uns Beweisbilder machen, wie Edel hier spielt, damit das nicht wieder im Nachhinein von euch verdreht wird. Ja, wer hat denn die erste Runde gespielt? Also die erste Runde war ich vertreten. Die allererste Runde? Ja, das waren 21-4, glaube ich. Ja, aber es war zu 4, oder? Ja, es war zu 4 auf jeden Fall. Ja, ich habe gehört, dass das ein sehr talentiertes Individuum war, das mal austesten wollte, was geht und was funktioniert. Wir haben ihn aber verbannt. Okay. Ja, aber hier wird... Danke. Also du, hier wird uns stehen beigebracht. Du bist fast mein Opfer gewesen. Ich wäre fast dein Opfer gewesen. Ich habe mich gerade noch den Kopf noch aus der Schlinge bekommen, muss ich gestehen. Ich hab aber leider auch zwei gebrochene Hände. Ich hatte gestern so einen Unfall. Ich kann nicht mehr so gut klicken. Ich musste mit der Nase klicken die ganze Zeit. Ja, ich sehe schon. Deine Hände sind sehr beschädigt. Ja, ich muss die mal verstecken. War auf jeden Fall ein spaßiges Game. Hat Spaß gemacht. Ich finde, ich habe schon mehr dazu gelernt. Das war jetzt mein zweites Match, was ich gemacht habe. Natürlich, 4 Punkte, die kriegt man nicht so einfach. Das ist so. Und ich habe natürlich noch bei unseren Strategie-Experten, die mehr Strategie-Echtzeit gespielt haben als ich, zugehört. Ich hoffe, beim nächsten Match werden es mindestens 6. Ich wäre dabei. Ich wäre für ein Rematch irgendwann nochmal zu haben.
Oh, wie wär's denn mit morgen? Ja, morgen. Wenn wir gerade zufällig an hier sind. Eventuell müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja. Okay. Das wäre ja was. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, da werden heute Abend Strategien geplant und ähnliches, weil ich meine, man hat gesehen, wir haben einmal gewonnen, Eder hat einmal gewonnen. Ich habe es auch sehr eng gehabt eben. Mhm. Also es wird. Die Schlinge zieht sich zu, möchte ich mal sagen, um euren Hals. Ja. Bei euch ist ja die ganze Reputation, hängt ja daran, dass ihr das könnt. Also ich glaube nach wie vor, dass wir da durchaus hoch überlegen sind. Und wir machen uns da alle nicht ins Höschen. Eher gesagt, schlagen sich alle darum. Wer will als nächstes, tragen Höschen, sie tragen Damenunterwäsche. Wer will als nächstes die Bienen schlagen und bei uns stehen sie schon Schlange, die spielen wollen. Hat dir mal jemand nicht gesagt, Bescheidenheit ist eine Zier? Ja, das ja? ist so. Angeben muss man nicht, vor allem wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Also sprichwörtlich. Ich finde, wir können uns das erlauben, ja arrogant zu sein. Wir haben ja ziemlich abgeliefert heute. Wie läuft das denn normalerweise? Was könnt ihr uns noch strategisch Tipps geben oder wie finden wir normalerweise auseinander? Also was machen wir jetzt? Ja. Naja, wir haben zumindest noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir können noch mal für die Leute aufs Gewinnspiel hinweisen. Ach, wir haben noch ein Gewinnspiel. Ja, ich muss ja dazu sagen, es ist mein erstes Mal, deswegen bin ich ein bisschen... Nein, aber Eda hat es vorhin schon mal noch mal kurz erwähnt. Wir haben natürlich den wunderbaren Sitz, den wir oder gemeinsam mit euch natürlich dann verlosen, wo die ganzen Unterschriften von uns allen mit drauf sind. Bei euch auf der Website, ich habe leider noch nicht gucken können, da müsste ein Formular sein, wo man sich eintragen kann. Ne? Ja, genau. Es ist auch auf der Facebook-Seite geht es, glaube ich, auch. Oder habe ich gerade auch schon gezeigt und ja. Also wer diesen wunderbaren unterschriebenen Sitz haben möchte und der ist nicht nur gut, sondern hat auch Unterschriften drauf. Ist der Beste. Ich glaube, es ist die beste Kombination, die man sitzmäßig haben kann. Allgemein geht auf die Webseite von TechTV drauf, tragt euch da ein und wir drücken euch die Daumen, dann könnt ihr euch hinsetzen in Bälde. Wir haben den zwar unterschrieben, das mindert natürlich den Wert, aber ihr könnt mit so Make-up-Tüchern könnt ihr den Edding einfach abkratzen. Genau. Also das ist ganz easy. So viel Spaß es auch macht. Wir werden morgen noch eine Session haben, übermorgen noch mindestens eine Session haben, aber in unseren Köpfen spielen wir weiter. Ja, für heute. Gedanklich bin ich auch schon direkt bei morgen. Ja, für heute ist es leider vorbei, deshalb bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bleibt dran. Viel weiteres spannendes Gamescom-Programm jetzt. Ja.